Hallo, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Ja, wie ihr seht, seht ihr eine Wand, die sogar dreckig ist. Scheißdreck. Ja, heute, was heißt heute? Ja, es gibt ein neues Video. Ich habe das schon die Tage auf Instagram angekündigt gehabt, dass es jetzt ein Video geben wird bezüglich dem Projekt, was ich ja mal angekündigt hatte, wie man vielleicht da unten sieht. Das gehört ja auch zum Projekt dazu, ist es gerade nur abgestellt. Weil ich gerade, was heißt nicht keine Verwendung dafür habe, aber weil ich gerade einfach nicht die Zeit dafür finde. Oder halt gerade keinen Platz habe, wo ich es halt hinstellen kann. Weil, ja, wegen Corona ist halt alles ein bisschen beschissen. Und den Tisch anzufangen für ein einziges Bauteil wäre ja auch schwachsinnig gewesen. Deswegen gibt es jetzt heute endlich mal ein neues Video zu dem vorab. Wichtige Info: Das Projekt wird nicht mehr GT, was GT6? Doch, GT680C at Home heißen, sondern GT800C at Home. Jetzt fragen sich bestimmt einige: Hä, du hast doch einen Sollwertgeber aus einem 6-Achse-Hochflurer und einen Zielfilm. Ja, und ein Nummernblech. Ja, habe ich. Aber das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist halt nicht aus einem 6-Achse-Hochflurer, aber auch aus keinem 8-Achse-80C. Es kommt aus einem 8-Achse, aber nicht 80C, sondern 100C. Deswegen aufgepasst. Ja, mein Tisch sieht übrigens ein bisschen beschissen aus, weil ich musste ein bisschen umdisponieren wegen dem Ding, weil das halt schon relativ riesig ist. That's what she said. Ja, ich schwenke jetzt mal nach links, weil da wird man jetzt was sehen. Ich kann ja schon ein bisschen so machen. Oh. Vielleicht haben es ja jetzt schon einige gesehen oder erraten, was es sein könnte. Ja, da unten sieht man auch übrigens was. Komme ich gleich zu. Hier liegt auch noch was. Aber wie gesagt, da komme ich alles gleich zu. Deswegen schwenke ich immer meinen Blick nach oben. Und ja, hier liegen jetzt noch ein paar Bilder, die habe ich da jetzt noch hingelegt gehabt. Übrigens 804. Rest in Peace. Falls man es erkennen kann. Keine Ahnung. Das Bild ist halt auch relativ selber unscharf. Hier sehen wir den Neuankömmling oder eine der Neuankömmlinge. Neuankömmlinge. Ja, das Armaturenbrett. Lang habe ich es angekündigt, jetzt ist es endlich da. Es ist, wie gesagt, nicht aus einem, oder beziehungsweise nicht aus einem älteren Hochflurer, der 1-System-Variante, sondern es ist jetzt ein Hochflurer der 2-System-Variante. Wagen 803, wie man hier lesen kann, oder auch hier lesen kann, 803, ja. Ja, kann man nochmal anmachen. Licht da 803. Der Wagen hat im Januar einen Unfall, Auffahrunfall in Heilbronn. Deswegen wurde er auch abgestellt. Und da habe ich meine Chance genutzt. Hey, ich bin betriebsangehörig, deswegen betriebsangehörig. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich nichts bekommen, wenn ich nicht betriebsangehörig wäre. Habe ich einfach nachgefragt in der Abteilung, die sich halt um das Fahrzeug kümmert, quasi im Endeffekt. Wegen den ganzen Elektrosachen. Da habe ich mal gefragt, hab, hey, kann ich mir was ausbauen? Und da ist es quasi jetzt dazu gekommen. Der Wagen wurde schon soweit ausgeschlachtet, halt für die Ersatzteile, für die restlichen Hochflurfahrzeuge. Ja, dann habe ich mir das Armaturenbrett vom B-Teil vom 803 geholt, das aus dem A-Teil. Ja, auf der Seite war halt der Auffahrunfall, sprich, hier war alles voller Glas. Und die da rauszukriegen wäre eine Affenarbeit gewesen, weil das hat schon fast über eine Stunde gedauert, den hier rauszukriegen. Weil Druckluft, weil hier sieht man ja. Hier Druckluft und so ein Scheiß. Da waren halt Rohre mit dran verbunden. Sprich, ich musste erstmal diese Rohre wegkriegen. Dafür musste ich den halben Führer schon auseinandernehmen. Ja, dann lagen hier halt noch so richtig dicke Kabelstränge. Ja, also es waren keine an sich Kabel, aber es waren halt so mehrere Adern halt in so einem Fließgeflecht. Ja, wie man hier sehen kann, sind es sehr viele davon gewesen und verliefen halt komplett unten drunter hindurch, also einmal komplett durch das Brett durch. Ja, und kam dann hier unten irgendwo raus und das muss man halt erstmal alles abschneiden. Dann musstest du die scheiß Rohre wegmachen, dann musstest du den Tisch generell, das Armaturenbrett, Tisch vor allen Dingen, das Armaturenbrett generell wegmachen. Ja, nochmal hier in Weitwinkel, wenn man das Handy schon kann, sollte man es ja auch schon benutzen.
Das war's nicht. Nach diesem offiziellen Video oder nach dem offiziellen Teil, was ich jetzt euch jetzt hier zeige, gibt es noch ein paar Einblendungen, die ich oder halt Videos, Bilder, die ich gemacht habe, um halt nochmal an Wagen 803 zu erinnern, der in den nächsten Wochen, Monaten ja verschrottet wird. Ja, wie gesagt, danach einfach nochmal als kleine Erinnerung an 803. Na klar, 804 ist ja auch gestorben. Gestorben, wie sich das anhört. Aber 804 lebt ja auf den Bildern hier weiter von mir. Also das ist 804, da steht 804 drauf, nur man kann es halt leider nicht lesen. Ja doch, jetzt kann man es lesen, 804 hier. Das sind halt die Bilder, die ich habe von 804. Der ist 2018, müsste der verschrottet worden sein nach einem Unfall mit einem LKW. Er steht jetzt provisorisch erstmal auf zwei Kisten drauf. Einfach aus dem Grund, weil ich halt gerade nebenbei noch Fahrschule mache. Ich sage das Geld nicht wirklich so, wirklich da. Und ja, da ich halt relativ viel Holz brauche und auch Maschinen, um halt jedenfalls auch Löcher zu bohren oder Sachen zuzusägen und so ein Schrott, verzögert sich das erstmal mit dem Tisch. Das ist mein provisorischer Platz. Der Sollbrettgeber war ja auch immer so provisorisch neben dran gestellt. Deswegen steht es erstmal hier, weil dann kann ich auch im Sitzen dran arbeiten, weil man kann ihn auch hochklappen. Klar, ist ein bisschen friemlich dann zu arbeiten. Das war eigentlich mein Plan, in dem Livestream hier halt gerade rumzufriemeln, halt die ganzen restlichen Leitungen rauszumachen, aber wenn ich halt nicht mehr irgendwas hochgetragen bekomme, weil einfach mein Arm komplett schlapp macht, ja, weil das war ja auch schon ein Ding, das hier hoch hinzukriegen. Vielleicht ist hier auch nicht wirklich viel Platz, so wenn man hier sieht, Tisch, da ist dieses weiße Sideboard, was man halt auch im Stream sieht. Man sieht hier immer das Eck hier hinten mit der S5 und dem Sollbrettgeber. Gut, das war jetzt nicht, ob man den Sommerblech sieht. Aber das sieht man ja immer und hier ist halt nicht viel Platz so. Deswegen, es war halt schon scheiße, das hier hinzukriegen. Und falls sich einige fragen, hey, warum ist hier überhaupt ein Loch drin? Wieso liegt hier überhaupt eine Leitung nach draußen? Ja, hier war das IBIS drin, also sprich das RWL, also das Eingabegerät für Ziel und Linie. Falls jemand nicht weiß, was das heißt. Oder was es bedeuten soll. Weil es halt noch als Ersatzteil gebraucht wird, ist halt nicht mehr drin. Aber ich habe eine Idee, dass ich mir vielleicht aus Knöpfen, die ich mir irgendwie zusammenbestelle oder irgendwie irgendwo herkriege, ein eigenes baue. Muss man halt nur gucken, wie. Weil hier ist halt auch ja, relativ verdreht. Ich habe ja gesagt, ich mache das Ganze mit einem A-Case. Das hier nicht wahrscheinlich. Das muss wahrscheinlich mit einem, Ja, weil hier sind ja auch relativ viele Taster und so ein Scheiß, wegen Indusi-Befehl, Indusi-frei, der PCC, also Indusi-wachsam, Scheibenwischer, Ansage, Lautsprecher, Systemwahl, Notbremse, die ganzen Leuchten, Außenspiegel links und rechts, die Tür, Seitenwahl, Türsteuerung an sich, gehen wir weg, Türen zu, Automatik ein, öffnen, freigeben, Hochbahnsteig, der hat ja da mehrere Funktionen. Weichen, Blinker, der ganze Gedöns. Gut, gibt's wahrscheinlich noch gar nicht. Gut, im Endeffekt, das hier ist genau das gleiche wie das hier, ist die Magnetschienenbremse. Wird wahrscheinlich bei mir die Glocke sein. Also so. Ja, dann hast du halt hier noch die Beleuchtung und so einen ganzen Scheißdreck. Und hier, wie gesagt, das sind halt alles Taster. Sprich, allein das ganze Ding kann wahrscheinlich sein, dass das A-Case, was ich habe, komplett nur für den aufgebraucht wird. Sprich, für den da brauche ich ein komplett neues A-Case oder ich bestelle mir generell ein neues A-Case. Wie man vielleicht sieht, ist es halt schon relativ viel, würde ich mal behaupten. Das war es jetzt so groß und ganzen zum Armaturenbrett. Das wir übrigens ignorieren, das da, das hat was mit dem Funk zu tun und ich habe ja keinen Funk. Auch immer nicht. ITCS ist es eigentlich unser neuer IBIS, aber das Ding hat ja nie eins gehabt, deswegen kann man das in die Tonne kloppen. So, jetzt nochmal zu dem da unten. Ich mache mal kurz das Licht an für euch. Ja, und für mich im Endeffekt auch. Ja, da kommen wir zum nächsten. Hier sind auch ganz viele Schalter, die sogar verblombt sind. Sogar die Klimaanlage, Steuerung. Ist auch nichts anderes als ein Pulli, wie beim Sollbrettgeber. Wundert euch nicht über den dicken Stecker, der kommt noch weg. Hier dieses Geflecht, meine ich. Ja, okay. Hier hat man ja die Beleuchtung von dem Fahrerraum und halt von den Zahlkassen. Dann hast du halt Frischluft. Gut, bringt jetzt den Lotus eigentlich relativ wenig. Autsch. Dann hast du hier die ganzen verblombten Dinger, wie zum Beispiel Türschlaufe ein. Sprich, wenn die Tür offen ist, kannst du trotzdem fahren. Hier der Tod von der Fahrsperre. Dass du einfach die SIFA überbrückst, oder? Doch, das ist ja die SIFA. Batterieunterspannung, dass die Batterie einfach eine Unterspannung hat. So, unser kleines Schleppen.
wenn das Fahrzeug halt schleppt, ein Störschalter, ein Dusi, das heißt, du tust dem künstlichen eine Störung auf den Dusi drücken und dann halt Systemwahl auf Hand, hat sie vom Stromabnehmer auf und ja, dass du halt das System selber wählen kannst, 15 kV oder 750 Volt oder 0 Volt. Ja. Kann ich aber kurz sagen, wie es unten aussieht. So in der Art kann man sich auch das Armaturenbrett vorstellen mit ganz vielen Schaltern, also mit ganz vielen Schließen und Öffnern. Ja, wird halt eine Menge zu verdrahten, da ich wahrscheinlich auch relativ entweder viel löten muss oder ich nehme halt solche Kabel und gehe dann auch auf die A-Case-Kabel, wer weiß. Jetzt weiß ich den Namen übrigens wieder, Arduino. Leckt mich am Arsch, Alter. Ja. Das ist das. Da hinten liegen noch Kabel vom Sollweggeber, die kann ich wahrscheinlich auch noch nutzen. Und hier sieht man 803. Ja, hier haben wir einen Dezimalschalter. Für was brauche ich einen Dezimalschalter? Ich kann es mir eigentlich so erklären, aber es wird heute bei uns verwendet für die ganzen Weichen. Quasi, man gibt hier eine, keine Ahnung, 1,9 ein, 9,1 oder so. Dann merkt er, das ist der und der Fahrweg. Und dann, was wenn man die Weichen Kontakte fährt, stellt er halt die Weichen halt für den Fahrweg dementsprechend halt, ne? Und die Signale halt auch. Ich muss halt nur gucken, was ich sage, dass ich irgendwas nicht verpappe. Wie gesagt, das war's jetzt zu dem ganzen Gedöns. Ich bin wirklich glücklich, dass es jetzt alles funktioniert hat. Deswegen, sorry auch für die Pausen zwischendrin. Aber es liegt einfach daran, die Videoideen, ne? Oder manchmal sehe ich auch die Motivation an so ein Video zu setzen, weil wenn du halt arbeiten musst und bist halt so am Arsch und dann hast du halt keinen Bock und dann sich mit null Bock halt am PC zu setzen und irgendwas zusammen zu kacken und dann ja, hat man gar keinen Bock mehr. Ich hoffe einfach, ja hier steht's ja übrigens, ne? Kurs, Linie, Sonderzeichen. Ja, ich bin's. Professionell as fuck. Ja, wie gesagt, das war's jetzt dazu. Im Nachhinein kommen jetzt noch die Bilder und Videos von 803. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid weiterhin dabei, mich bei diesem Projekt zu begleiten. Mal gucken, wie das Ganze in einem Jahr, eineinhalb aussieht. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Kommt drauf an, wie schnell ich den Führerschein hinkriege. wie gesagt, mal gucken, wie das Ganze in ein paar Monaten aussieht. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Feedback habt, gerne in die Kommentare, Kritik auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr ein Dislike da lässt, würde ich mich gerne interessieren, warum, damit ich mich vielleicht verbessern kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen, ist kostenlos, genauso wie ein Abo ist auch kostenlos. Wow, was ein Wunder. Ja, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.